am Rauchen sterben. Täglich sterben 100.000 Menschen am Hunger. Warum? Warum wird das in Kauf genommen? Weil das Geld der Gott dieser Menschen ist. Deswegen, ob zwei Türme fallen, ist für diese Leute völlig egal. Denn nach zwei Türmen fallen zwei Länder, in denen es Rohstoffe gibt, die entscheidend sind. Es wird so lange gewartet, bis die Suppe heiß ist und dann wird die Suppe verspeist. Ja? Und falls es Leute gibt, ja, weil sie wissen ganz genau selber, dass was sie machen, Verfassungsschutz und Co., den Terror nur fördert. Ihr habt davon geredet, in einer Zeitung stand, 1:0 für die Bürgerbewegung. Nein, ihr schießt euch Eigentore, ihr merkt es nur nicht. Wenn ihr Frieden wollt, ich frage euch, was habt ihr gegen Terrorismus getan? Was ihr macht ist, ihr spielt nur den Leuten Bällen zu, die es gerne sehen würden, dass in Deutschland ein Zug hochgeht. Den Leuten spielt ihr Bälle zu, weil die dann sagen, seht ihr, diese Leute haben gegen Terrorismus geredet und seht ihr, es nützt alles nichts. In Hessen, Verfassungsschutz und Co., was habt ihr dort gemacht? Im Jahre 2006, im Jahre 2007 waren wir so gut wie jeden Monat in Hessen oder sehr häufig in Hessen. Was habt ihr gemacht? Ihr seid dann Ende 2007 zu den Moscheen gegangen, habt mit ihnen einen Vertrag gemacht, damit wir nicht mehr dorthin kommen können. Beziehungsweise habt mit ihnen abgesprochen, dass sie immer mit euch absprechen sollen, wer zu ihnen kommt. Und was ist dann passiert? Dadurch habt ihr es geschafft. Ja. Und ihr wisst es genau, dass genau die Leute, die zum Terror rufen, dort ihre Anhänger sammeln. Und ihr wisst es genau. Und ihr beobachtet es genau. Und ihr wisst ganz genau, dass wir eigentlich die Gegengruppe sind. Aber warum lasst ihr das zu? Weil ihr gar nicht dagegen seid. Sondern für euch ist es das Beste, wenn es morgen wieder eine Riesenschlagzeile gibt. Und da es keine Schlagzeile gibt, habt ihr das angegriffen, wovor ihr am meisten Angst habt. Nämlich die Klinge der Zunge, die eure Intrigen aufdeckt. Und die zeigt, was ihr vorhabt. Die heuchlerische Maske von Demokratie, Toleranz, Gleichsprechung und so weiter von dieser Gesellschaft hinunterreißt. Aber ich wollte euch nur sagen, weil ihr habt darüber geredet, oder ich habe darüber geredet, dass bestimmt irgendwann jemand abgeschlachtet wird. Ihr müsst euch eins merken. Wir, was uns angeht, wir sind, ihr habt es, wenn ihr uns als Feind genommen habt, habt ihr es mit einem unverwundbaren Feind zu tun. Denn egal was ihr macht, wenn ihr uns tötet, sind wir Märtyrer. Wenn ihr uns einsperrt, haben wir Zeit zum Beten. Wenn ihr uns eine Tür verschließt, wird Gott uns eine andere Tür aufmachen. Wenn ihr die Islamschule zumachen wollt, dann habt ihr eure Demokratie selber in Stücke geschlagen. Eure Demokratie. Ja? Oder die Demokratie, oder ich sage eure Demokratie, weil ihr ja immer vorgebt, diese Demokratie so sehr zu verteidigen. Die schlagt ihr selber mit eigenen Händen in Stücke. Die schlagt ihr selber mit eigenen Händen in Stücke, weil ihr gerade zeigt, wie schnell man die Leute beeinflussen kann. Denn was bedeutet Demokratie? Demokratie bedeutet prinzipiell, das Volk herrscht. Das Volk herrscht. Das heißt, wenn ich die Medien in der Hand habe und das Volk vergifte, beziehungsweise dem Volk eine Gehirnwäsche, beziehungsweise eine Gehirnverschmutzung verabreiche, dann kommt dabei Schrott raus, wie gerade in Aiken. Da haben wir auf einmal Leute vor der Tür stehen, die gar nicht wissen, wofür sie protestieren. Und das ist der Punkt. Aber ich will euch noch eine Sache sagen. Jeder, der sich dem Islam entgegensetzt und auf diesem Weg stirbt, glaubt es mir, der wird in die Hölle gehen für alle Ewigkeit. Nehmt den Islam an. Auch an Frau Merkel, nimm den Islam an für deine eigene Sicherheit. Und ich sage noch einmal, ja, ich habe es des Öfteren gesehen, die Leute, die uns angreifen, die Strafe trifft sich meistens schon im Diesseits. Wartet ab, die Leute, die sich jetzt draußen versammeln, ihr werdet sehen, wie sie nach und nach abkratzen, wie die fliegen. Wie nach und nach etwas passiert. Das ist das, was ich meistens beobachte, Allahu alam, dass ein Unfall passiert. Dass auf einmal jemand von einer Zecke gebissen wird und hat eine Gehirnhautentzündung. Dass auf einmal jemand einen Herzinfarkt hat, dass die Scheidung auftritt, dass jemand einen Selbstmord macht und so weiter und so fort. Deswegen fürchtet Allah, glaubt es mir, wenn ihr nach Hause fahrt und ihr habt gerade gegen den Islam gehetzt und ihr sterbt auf diesem Weg, so sagt Allah,
Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu hum kuffar falan yaghfira Allahu lahum. Diejenigen, die ungläubig sind und vom Weg Allahs abhalten und dann sterben, während sie den Glauben verweigern, so wird Allah ihnen niemals vergeben. Deswegen, ich wünsche für euch das Beste. Auch für die Leute, die uns angegriffen haben. Ich liebe für euch das Beste und ich wünsche, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Überzeugt euch. Schaut euch den Islam mit offenen Augen an. Und ich werde bald, inshallah, wieder in Deutschland sein. Inshallah. Und dann wird es weitergehen. Und wir werden sehen, wo das Ganze endet. Aber eins ist sicher, der Islam wird siegen.